Ich bin Mona Aykul und ich möchte kurz berichten, wie wir von 0 auf 100 sozusagen einen digitalen Campus gestaltet haben und wie wir eigentlich aus einer Krise eine Chance wie wir eine Krise in eine Chance verwandelt haben. Und zwar die Covid-Maßnahmen waren bei uns in der Türkei genauso wie in Deutschland auch Fernlehre. Aber wir sind eine Universität, die vom deutschen und türkischen Staat gemeinsam gegründet worden ist. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit den deutschen Universitäten, unseren sogenannten Partneruniversitäten, zusammen. Das heißt, dass wenn wir hier in der Türkei eine Entscheidung treffen, muss diese auch die Universitäten in Deutschland mit einbeziehen. Wir hatten 2 Wochen Zeit, um eine Fernlehre von null aufzubauen, denn natürlich haben viele Dozenten und Fakultäten auch Online-Learning oder E-Learning oder Digitalisierung in ihren Fakultäten gehabt, aber ein einheitliches Problem hatten wir nicht und wir brauchten eine schnelle Lösung. Dementsprechend haben wir dann in diesen 2 Wochen ein System aufgebaut. Wir wollten einen virtuellen Klassenraum, denn asynchron war für uns in dieser Phase sehr, sehr wichtig, weil viele Studenten nicht die technische Ausstattung hatten, um immer im synchronen Unterricht teilzunehmen und die Bildschirmzeit sollte auch nicht so lange sein. Asynchron, synchron und dann auch noch digitale Tools und Feedback waren wichtig für uns. Wir hatten 2200 Benutzer in diesem System entlang und 333 Lehrkräfte. Diese haben wir dann alle gleichzeitig ausgebildet sozusagen. Wir haben ganz transparente Informationen ausgeteilt und hier haben wir unsere Kraft entdeckt und zwar unsere Studenten selbst. Es wurde ein Support-Team von Studierenden gegründet und das hieß dann Unterstützung von Studierenden für Studierende. Wie kann man sich anmelden, wie kann man Aufgaben hochladen, Projekte hochladen. Und dies haben wir dann über einen Kanal, bei uns war die App Stack genutzt. Und dann kam das Instructional Design. Instructional Design, das war ein Thema für die Dozenten, die sich nicht so gut mit Digitalisierung in der Lehre auskannten. Und sie wurden dann in diesem Sinne auch ganz schnell gelehrt. Sie haben Unterstützung bekommen, wie sie ihren Unterricht sozusagen digitalisieren können. Und dann, aus der Krise, habe ich ja gesagt, wurde eine Chance für uns. Wir hatten kein Forschungszentrum, das wurde gegründet. Und das kam auch dazu, dass man auch national entschied, dass demnächst die Lehre 40% in der Türkei digital stattfinden soll. Was ich als digitaler Fan sehr toll fand, denn jetzt müssen alle 40%, auch wenn die Covid-Krise vorbei ist, online weitermachen. Und dann kam die Idee raus, und das ist auch ein Grund, warum ich als Alumni hier bin, und zwar ein interkulturelles E-Learning-Zentrum. Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe. Ich habe davor auch an der Summer School auch immer ganz tolle Ideen gehabt und dort habe ich gemerkt, dass Curriculum, Technologie und Verwaltung in der Hochschullehre, in der Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen und dementsprechend diese Vernetzung untereinander, der Austausch und dann gemeinsame Ideen zu bereichern, war dann auch eine tolle Idee und die haben wir dann auch mit einer technischen Unterstützung jetzt. Wir können live aus Greenscreen-Studios auch Vorträge halten oder gemeinsam Videos drehen. Wir können zum Beispiel Martina einladen und dann kann sie live bei uns im Greenscreen-Studio mitmachen und Videos drehen. Also für internationale Zusammenarbeiten, das war auch ein Punkt für unsere deutschen Dozenten sozusagen. Und ein Ziel, was wir aus unserem E-Learning-Zentrum machen wollen, ist, dass wir auch die Studenten unterstützen und auch Unterstützung von Studenten bekommen, diese Kommunikation zwischen Universität und Studierenden zu bereichern, hat uns geholfen, dass wir einen besseren Dialog gebildet haben. Also es gab viele freiwillige Studierende, die ihren Dozenten bei den technischen Problemen immer wieder geholfen haben und das hat dann auch natürlich die Zufriedenheit von beiden Seiten sehr erhöht und die digitalen Kompetenzen sind uns dabei natürlich ins Auge gerückt. Also wir haben gesagt, wir müssen diese digitalen Kompetenzen der Studierenden auch weiterführen. Und natürlich
ist es auch ein Ziel, dass wir zusammenarbeiten mit dem Hochschulforum Digitalisierung und mit allen Teilnehmern hier, die auch heute dabei sind, allgemein hier sind. Danke. Ich glaube, das war meine Zeit, oder?